Guten Abend, willkommen zum Pressegespräch nach dem Spiel Saale Wolves gegen Hannover Indians, 5. November 2017. Die Saale Wolves verlieren in der Overtime 0:1. Torschüsse gab es 28 auf Hallenser Seite, 39 auf Seite der Indians. Wie immer die Einschätzungen zum Spiel auch an meiner Seite, auf der von euch ausgesehen linken Seite, Dave Rich, Coach der Saale Wolves, und neben mir Lenny Setschow von den Hannover Indians. Und der fängt auch an. Einschätzung. Ja, erstmal danke. Ich denke, haben wir alle gesehen, so ist ja ein Zahnfleisch beider Mannschaften nach diesen langen Tagen hat zu kämpfen. Wir haben auch nach dem Freitag, nach dem verlorenen Spiel gegen Tilburg, wo wir am Ende 2 Punkte verschenkt haben, muss erstmal den Kopf holen, gucken, wo die Mannschaft reagiert. Ich denke, haben wir es gut gemacht. Wir haben haben wir gut gemacht, versucht das Spiel zu gewinnen. Ich denke, am Ende haben wir ein bisschen mehr investiert für das Spiel und denke ich, geht das in Ordnung. Schon lange nicht mehr gesehen, ein 0-0-Spiel nach 60 Minuten. Aber beide Mannschaften haben gekämpft und wie gesagt, ein bisschen mehr Glück auf unserer Seite in Verlängerung. Aber ich denke, das Sieg geht in Ordnung. Danke. Vielen Dank, Dave. Deine Einschätzung? Ja, guten Abend alle zusammen. Ja, 0-0-Spiel, wie Lenny gesagt hat, das ist mein zweites Mal in 13 Jahren, dass es ein 0-0-Spiel ist. Wir haben, glaube ich, es sind 12 Drittel nur 3 Tore geschossen. Und das ist einfach zu wenig. Du kannst kein Spiel kippen oder zurückkommen, wenn du nicht mehr Tore schießen. Ich nehme den Hut trotzdem ab zu den Jungs. Wir sind also unser 5. Spiel in den 10 Tagen und wir haben 3 Auswärtsspiele, wo wir fahren, Hamburg, Essen und Duisburg. Wir sind 4 Uhr heimgekommen. Wir haben mit 13 gespielt, wir haben mit 14 gespielt und heute war das erste Mal seit der ersten Wochenende fast mit 15 Leuten. Wir haben endlich 15 Leute gehabt, 3 komplette Reihen. Von den 13 Spielen, wir haben 8 Spiele gespielt mit weniger als 3 Reihen. Und ich habe diskutiert mit der Presse über Überzahl und das auch. Die Kraft ist nicht da und da schleppert alles runter. Und da sieht man das. Trotzdem, Hut ab zu den Spielern. Wir haben vielleicht alle zurück, wenn Eric Wunderli ist leider immer noch krank. Er wird bestimmt nach der Pause zurück. Er fehlt sonst unbedingt. Das braucht man ihm hinten. So, ja. Die eine Punkt muss man glücklich darüber, klar, ich wollte lieber 2 oder 3 haben. Beachy hat sehr gut gespielt, er hat uns in das Spiel gehalten. Wir sollten Glück haben am Ende, weil wir immer eine Strafe und überstehen die Überzahl von Hannover. Das soll man richtig Glück haben, dass es zwar nicht keine Punkte holen, aber regenerieren. Wir haben 2 Tage kurze Training hier und dann alle haben eine Pause, eine verdiente Pause. Ich hoffe, dass wir gesund zurückkommen. Vielleicht, wir suchen immer noch eine Verstärkung vielleicht. Aber trotzdem, die 5 Spiele, ich sage, Hut ab für die Jungs. Viele sind krank und ich spiele krank immer noch. Ein bisschen 4 Uhr heim wieder am Freitag. Ich bin müde, ich habe gar nicht gespielt. Aber die Jungs sind platt ohne Ende. Danke. Zwei Fragen an dich, ganz kurz. Erstens, wie werdet ihr konkret die Länderspielpause nutzen? Also gibt es anderes Training als sonst? Wie viel frei haben die Jungs? Und du sagtest, wir suchen noch einen Mann oder 2. Auf welcher Position kannst du so konkret werden? Mit der Pause, ja. Wir würden Dienstag und Mittwoch keine Tests haben. Am Dienstag und am Mittwoch ein bisschen Spaß haben mit den Jungs das Spiel. Aber Zug, und ich glaube, jeder Verein sucht. Die Marke ist fast, ist im Moment nichts viel los. Wir müssen Glück haben, dass jemand will es vielleicht wechseln oder dass einer von der zweiten Liga vielleicht zurückkommt. Aber ich würde gerne noch 1 oder 2, absolut. Du siehst, dass wir haben 16 Leute, wenn wir komplett sind. Das ist wenig. Aber ich glaube, ich habe nie gesehen mit 16 Spielern auf der Spielerbank. Das war dieses Jahr in Selb. Ich weiß nicht, ob Selb, aber Selb spielt in unserer Liga nicht. Das war der Freundschaftsspiel. So, da siehst du 16 Leute, ich war nie auf der Spielerbank. Suchen. Ich habe mehr Leute, das helfen mir und suchen. Und
ik hoop dat ze vinden iemand, maar ik brauch Eric terug en ik brauch mijn jongens die hier zijn, zijn fit en hungry genoeg. Dus we hebben goed ijshockey gespeeld. We moeten einfach alle aan boord hebben en vielleicht doch een of twee dazu, dat we dan ze vielleicht een beetje sterker maken. We hadden contact während des Spiels met Eric en er had een Bindehautentzündung, ja, nach wie vor. Er ist aber wortwitz zuversichtlich, dass das dann nach der Länderspielpause wieder funktioniert. Kommt gut nach Hause, genießt die Pause. Wir können sie alle brauchen, wir haben es gehört. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Jacke zu, Kapuze auf, es regnet. Gute Nacht. Ja.